Hallo Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es ist schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Video hochgeladen habe. Ich glaube, es sind sogar schon 2 Monate oder länger, um genau zu sein. Ja, hat ein bisschen die Motivation einfach gefehlt, aus privaten Gründen. Und ja, aber jetzt habe ich ja Gott sei Dank mal wieder ein bisschen Motivation bekommen und der Grund dafür, den seht ihr direkt vor der Linse. Es geht um mein neues Zero Toleranz 0640. Ja, mein neues ist kein neues Modell, ist tatsächlich schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ich glaube schon über 2 Jahre. Ist mir auch schon länger im Auge, aber irgendwie, ja, von den Bildern her und auch von den Videos, was ich so gesehen habe. Ich bin nicht so richtig warm geworden damit und doch hat mich das Messer immer wieder irgendwie, ja, weiß nicht, in Bann gezogen, ja. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, komm, was soll's, scheiß drauf, bestell das Teil, guck's dir an, wenn es dir nicht gefällt, schick's es halt wieder zurück. In der Regel mache ich das nicht gern, ja, weil, ja, die Shop-Betreiber, für die ist das natürlich auch immer so eine Sache. Also ich bin sowieso so jemand, der lange braucht, bis er sich mal dazu entscheidet, ein Messer zu kaufen oder überhaupt irgendein Produkt zu kaufen und da vorher immer alle Register zieht, dass es auch wirklich mir gefällt. Jetzt nicht speziell wegen den Shops, weil einfach weil ich halt in solchen Dingen sehr penibel bin und glaubt mir, da hasse ich mich manchmal selbst dafür. Aber das ist aber dann auch eben deswegen der Grund, warum, ja, ich würde sagen, schon fast 98% meiner Messer, die ich mal irgendwann gekauft habe, auch immer noch bei mir sind. Ja, weil ich mir da immer sehr, sehr sicher bin, zum Schluss, wenn ich mir was kaufe. Bei diesem Messer war es jetzt speziell nicht so 100%. Das war tatsächlich eher so eine 50-50-Sache. Aber wie gesagt, es hat mich nicht so ganz in Ruhe gelassen und ich habe gedacht, jetzt komm, jetzt bestellst du das mal und guckst dir das mal in live an. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Messer. Also das hat dann bei mir getroffen. Aber bevor wir zum eigentlichen Messer kommen, ganz kurz mal gezeigt, das ist ja Zero Toleranz typisch die Schachtel, in der das Messerchen kommt. Das ist also nichts Neues und auch nichts groß Aufregendes, obwohl ich die Schachteln ganz ansehnlich finde. Ja, ist eine tolle Sache. Das legen wir schon mal gleich auf Seite. Verpackt war das Messer dann in so einer Luftpolsterfolie in der Schachtel und hinzu gab es noch diese Broschüre, ja, alles auf Englisch. Und ja, das sieht man halt, wie man das Messer zum Beispiel bedienen kann. Ist natürlich jetzt nicht genau das Modell abgebildet, den Schleifwinkel und wie man am besten das Messerchen schleift. Also auch nichts Neues. Was jetzt noch dabei war, ich lege das Messerchen gerade mal auf Seite, was jetzt noch dabei war, war dieser Zero-Toleranz-Ständer, aber ich habe das Messer bei Saartools gekauft. Und die werben oder der Shopbetreiber wirbt einfach damit, dass das Messer innerhalb von 48 Stunden verfügbar ist ab Bestellung. Das war bei mir leider nicht so der Fall. Ich habe dann doch tatsächlich müssen ein paar Tage drauf warten, aber das war auch, weil er selber irgendwie unterwegs war und ich habe ihm da dann eine Nachricht hinterlassen und der hat sich dann aber tatsächlich einen halben Tag später oder so bei mir telefonisch gemeldet. War ich echt überrascht. Sehr freundlicher Kontakt. Mir ist jetzt gerade nur der Name entfallen. Und hat dann um Entschuldigung gebeten, dass ich es ein bisschen verzögert. Aber ja, mein Gott, ne? Die Shopbetreiber meistens von solchen Shops sind, das läuft ja alles so ein bisschen über private Schiene. Und ja, da kann man das schon mal verstehen. Die haben ja auch noch ein Leben neben dem Shop. Und wenn da mal nicht alles so läuft, wie das ist, ja, ist mir keiner dabei abgebrochen. Ich habe einen ganz guten Preis für das Messer bekommen. Und von daher, ja, und dann, ich nehme mal an, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich nehme mal an, dass er mir das hier noch als Zubehör dazugegeben hat und es gab noch so eine schöne große Tafel Rittersport, die sehr lecker war und wie ihr seht, man sieht nichts mehr. Genau, sie ist weg. Das Messer ist ja schon tatsächlich ungefähr 2,5 Wochen, glaube ich, bei mir. Hab's seitdem auch jeden Tag als EDC getragen, einfach weil es ein richtig geiles Teil ist. Anders kann ich es nicht sagen. Und bevor wir dann zu den Spezifikationen des Messers kommen, möchte ich euch das einfach mal ein bisschen hier näher zeigen. Ja, wie ihr sehen könnt ja auch im Hintergrund, ich musste so ein bisschen meine Location ändern. Also die Lichtverhältnisse sind nicht perfekt und daher spinnt auch ein bisschen der Autofokus. Aber seht euch einfach mal die Klinge an. Ich finde, das Design der Klinge ist wirklich richtig, richtig schön geworden.
Ist natürlich ein aggressives Design, aber okay, wir reden ja auch hier jetzt erstens von Zero Tolerance und zweitens ist das Messer von Ernest Emerson designt und naja gut, der macht ja, wie wir wissen, ja, mehr oder weniger Kampf- und Einsatzmesser, Tactical Knives und dementsprechend aggressiv sieht das Messer halt auch eben aus. Aber ja, die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich so ein bisschen auf die Tactical Messer stehe. Aber das hier ist wirklich, also ich weiß nicht, auf den Bildern kam es lange nicht so toll rüber, wie es jetzt letztendlich ist. Und diese, was mich halt hauptsächlich gestört hat, waren diese grünen Carbon Scales, ja, die da aufgebracht sind. Weil grün ist halt einfach nicht unbedingt so 100% meine Farbe, ja, außer so bei manchen Tactical Olive-Geschichten da schon, aber bei Carbon, da bin ich mehr so der schwarze Typ oder vielleicht auch mal blau, aber grünes war, es hat mich nicht so richtig abgeholt. Aber jetzt, wo es da ist, muss ich echt sagen, dass also diese 3D-Carbon-Scales in grün, die machen schon richtig, richtig was daher. Ein richtig tolles Messerchen. Also, ja. Und wir haben den, ja, wie heißt er denn? Ah ja, der CPM 20 CV, pulvermeteorologischer Stahl, wurde hier für die Klinge gewählt. Ist ein sehr, sehr guter pulvermeteorologischer Stahl. Eine schöne hohe Standzeit, sehr rostträge und lässt sich meiner Ansicht nach auch noch ganz gut nachschärfen. Also, das ist, da nimmt man sich jetzt nicht zu viel den Tod dabei. Und ja, typisch Zero-Toleranz hier auf der Seite. Dann ein paar Infos rein. Ich glaube mal gelasert. Das Modell, eine Modellbezeichnung. USA, Amazon Design, die Seriennummer und nochmal der Stahl CPM 20 CV. Und ja, einfach richtig toll, diese Carbon Scales. Tatsächlich, der Clip, den habe ich in der Vergangenheit auch schon öfters mal bemängelt, in diversen Gruppen und auch in meinem Video, dass die Zero-Toleranz-Clips sind jetzt nicht so unbedingt der Renner. Meistens hier gefällt er mir tatsächlich ganz gut. Anscheinend ist der hier sandgestrahlt und schwarz dann das Zero-Toleranz-Logo aufgebracht. Die meisten sind ja komplett schwarz lackiert und haben dann ein weißes Zero-Toleranz-Logo drauf, was für mich immer so ein bisschen billig anmutet. Aber hier muss ich sagen, gefällt mir der Pocket Clip ganz gut. Ja, und lässt sich auch gut an der Hose anbringen. Also sitzt nicht zu stramm. Und insgesamt ist der Clip auch relativ unauffällig angebracht vom Gefühl halt her. Man merkt ihn halt wirklich gar nicht, wenn man das Messer in der Hand hat. Und das Messer liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Also da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben ein komplette, also das ist ein Titan-Folder. Jetzt kommt's halt. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Da kann man, glaube ich, drüber streiten. Verschiedene Shops haben es auch verschieden angegeben. Wir sehen hier, ja, was sehen wir denn hier? Sehen wir hier ein Frame-Lock oder sehen wir hier ein Liner-Lock? Ich persönlich würde behaupten, weil die Scales hier einfach ohne konstruktionsbedingte Tragfähigkeit aufgebracht sind, mehr oder weniger, würde ich behaupten, dass das Messer ein Frame-Lock hat oder ein Frame-Lock-Folder ist mit aufgebrachten Carbon-Scales. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen. Vielleicht kann mich auch jemand verbessern, wenn es anders tatsächlich korrekt ist. Diverse Shops haben es auch unterschiedlich angegeben und bei Knives and Tools steht zum Beispiel auch, dass es ein Frame-Lock-Folder-System ist, sowohl auch ein Liner-Lock. Also, naja gut, da kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Für mich ist es ja ein Frame-Lock, aber egal. Und ja, ich finde das einfach designtechnisch ist das einfach wunderbar gelungen. Das Messer läuft nicht auf Kugellagern, wie man denken mag oder vermuten würde. So habe ich es nämlich vermutet. Klingenstand mittig, kurz an dieser Stelle. Die Verarbeitung ist großartig. Wir haben, ach so, ja, jetzt bin ich gesprungen. Also wir haben keinen Kugellager, wir haben Bronzewascher. Ja, aber das Messer läuft trotzdem weich. Ich würde jetzt nicht sagen butterweich, aber schon schön weich. Also es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu spielen. Da braucht ihr keine Angst zu haben,
Das geht dabei einfach, der Spaß geht dabei nicht verloren. Ja, und der gesamte, ich sag ja, der Fokus, der ist jetzt heute nicht so wegen den Lichtverhältnissen nicht so doll. Die gesamte Titankonstruktion, hier seht ihr, ist auch noch mit solchen ja, leichten Rillen gefräst. Das kommt dem Design, also in echt sieht man es halt deutlicher. Alles ist schön abgerundet. Auch die, wie ihr seht, die Carbon Scales sind auch der Formgebung des Titan abgeschrägt angepasst. Also da, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Die Chimpings sind auch relativ weich abgerundet, also die stören überhaupt nicht. Und ja, wir haben hier einen Daumenpin bzw. eine Daumenscheibe. Ein richtig, richtig tolles Messer. Eine oben liegende erhabene Swatch, die ja schon fast den ganzen Klingenrücken ausnimmt, was der ganzen Klinge halt eine durchaus sehr aggressive und auch schlanke Form verleiht, optisch verleiht. Und ja, wir sehen hier einen sehr hochgezogenen, dreiviertel hochgezogenen Flachschliff, satiniert, übergehend dann in ein Stonewash. Wie auch der gesamte Titankörper gestonewashed wurde. Genau. Ja, dann ganz kurz kommen wir mal noch zu den Spezifikationen. Da seid ihr bestimmt schon heiß drauf, bevor ich euch hier um Kopf und Kragen rede, quassele. Ich bin einfach wirklich auch wieder mal von einem Messerchen, was ich gekauft habe, sehr begeistert. Also wir haben hier eine Klingenhöhe von 2,5 cm. Wir haben eine Klingenlänge von 9,5 cm. Wir haben eine Klingenstärke von selbst nachgemessenen 3,8 mm. Also es ist tatsächlich nicht so, zu dick die Klinge, was ich sehr gut finde bei dem Messer. Also dafür ist es auch insgesamt sehr schneidfreudig. Da kommen wir auch gleich dazu. Achso, ja, ne, Klingenstärke 3,8 mm und direkt hinter der Phase gemessen 0,5 mm. Es schneidet wirklich wunderbar, muss ich sagen, mit den 0,5 mm. Also es ist auch rattenscharf, ja. Gesamtlänge geschlossen 9,4 cm, Gesamtlänge geöffnet 21,6 cm und Gewicht liegt bei ca. 125 Gramm. Stahl, wie schon gesagt, ist der CPM 20 CV, pulvermetallurgischer Stahl, gehärtet auf ca. 61 HRC. Ja, Klinge läuft auf Bronzewaschern und Zero-Toleranz gibt eine lebenslange Garantie auf das schöne Klappmesserchen. Ja, und wie gesagt, es ist ein Amazon-Design und soll hier an die CQC6-Reihe anknüpfen, die ich so nicht im Kopf habe, weil allgemein mir die Amazon-Messerchen, die sind nicht so ganz mein Fall. Also sind erstens mal sehr teuer und ich habe mal eins gehabt, was, ja, wie soll ich denn das ausdrücken? Das war schon, also aufgrund des Preises hätte ich mir eine bessere Verarbeitung gewünscht. Und das war dann, deswegen ist es auch bei mir noch nie zu einem Kauf gekommen, weil ich das auch schon öfters gehört habe, dass da die Verarbeitung ist jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist einfach für den Preis ist es nicht gut genug, um das mal so zu sagen. Das kann ich hier bei dem ja, Zero Toleranz 0640 absolut nicht behaupten. Die Verarbeitung ist absolut super. Alles genauso, wie es sein muss, wie es sein soll. Und die Preise ja, sind bei den Shops so bei zwischen 249 € war jetzt das günstigste, was ich gesehen habe. Ich habe das hier jetzt bei Saatools, weil es zu dem Zeitpunkt nirgends sonst verfügbar war, für 268 € gekauft. Das ist für mich absolut in Ordnung, auch noch der Preis. Also, und das gibt es auch dann bis 300 € geht das hoch. Ja, Freunde, das war es auch schon. Das war das neue Objekt der Begierde, was ich euch vorstellen wollte. Das Zero Toleranz 0640 mit den grünen Carbon Scales. Mal was Neues, mal was anderes. Wie die breite Masse, würde ich behaupten. Tolles Messer.
Wer Interesse hat, ich sag mal so, Geschmäcker sind zwar verschieden, aber wem es so jetzt schon gefällt, dem wird's, wenn er es gekauft hat und in den Händen hält, definitiv richtig gut gefallen. Absoluter Schneiteufel, kommt extrem scharf out of the box, also da gibt's gar nichts. Der Schliff, der hat, der beißt ohne Ende. Und aufgrund des Stahls hat man da auch lange Freude damit. Also ich habe jetzt schon noch einige Pappkartons geschnitten damit, so ist das nicht. Und es rasiert immer noch und das sagt ja alles, ja. Geschliffen habe ich es noch nicht, aber ich habe schon CPM 20 CV bei einem anderen Messer, bei meinem anderen Zero-Toleranz geschliffen und das ging erstaunlich. Also einfach will ich jetzt nicht sagen, aber es ging auf jeden Fall nicht so schwer, wie ich es vermutet habe. Ja, also das geht alles, das funktioniert alles. Ja, Freunde, wie geht's weiter an der Stelle noch? Ich habe gesehen, ich komme jetzt langsam auf die 500 zu. Was ich mir zum Beginn meiner YouTube-Anfänge mit dem ersten Video, das ich für Andy 1878 gemacht habe, niemals hätte erträumen können. 500 Abonnenten, da bin ich echt stolz drauf. Ich weiß, das ist so betrachtet nicht sehr viel, aber für mich persönlich, da ich das Ganze ja eigentlich auch nur als Hobby betreibe und als Spaß, weil es mir einfach Spaß macht, ist das viel mehr, als ich mir damals erhofft habe. Also eigentlich habe ich mal gedacht, ich mache 50, ja, keine Ahnung, 50 oder 100 Abonnenten und dann, ja, endet das Ganze irgendwo schon. Aber ich bin jetzt hier an der Stelle, bin ich ganz glücklich und werde dann auch ein Giveaway machen. Und ja, wann das kommt, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich schätze mal, in den nächsten 2 oder 3 Wochen werde ich das dann anfertigen und also abdrehen und dann hochladen. Und dann schauen wir mal. 2 oder 3 Gewinner habe ich eigentlich vor, also 2 mindestens, denn ich habe da einiges zu verlosen. Ja, einfach ja, bei 500 ist halt für mich was Besonderes. Und da möchte ich auch ein bisschen was Besonderes zurückgeben. Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder angelangt am Ende. Ich habe noch nicht meine 20 Minuten, da bin ich noch drunter und dann möchte ich auch schauen, dass ich da jetzt nicht dran komme. Von daher, ja, wir sehen uns definitiv bald wieder und ja, ich wünsche euch was, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.